Einen wunderschönen guten Tag, liebe Theater, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe in der Vorrücksektion der Formationstheater. Heute ist Freitag, heute ist der 7. September 2018, und ich werde nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, liebe Leute. Euro-Dollar hatte hier eine Konsolidierung. Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass die bärische Bewegung wahrscheinlicher ist in Richtung dieser fallenden Linie, in Richtung der 200-Wochen-Linie, in Richtung dieser wichtigen horizontalen Unterstützung, und dass wir von hier eher dann die Bullen erwarten. Und die Bullen haben uns nicht enttäuscht. V-Formation. So, und jetzt können wir es eigentlich ganz kurz machen. Seit geraumer Zeit fokussiert sich der Markt hier auf eine Konsolidierung. Wenn man sich das hier in einer Stunde anguckt, ach, das war übrigens schön, oder? Inverse Schulterkopf-Schulterformation, haben wir miteinander darüber gesprochen, dass der eher nochmal den Rücksetzer macht und dann diese Welle. Wunderbar. So, große V-Formation, und jetzt kann man natürlich hingehen und klein täten und sagen, okay, hier gibt es eine horizontale Marke, 1646, 1660, falls das bullisch aufgelöst wird, hat der Euro das Potenzial, in Richtung 1,17 zu laufen, in Richtung 1,1730 zu laufen. Und doch, erstens, heute wieder Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zweitens, je größer die V-Formation ist, desto länger dauert die Konsolidierung. Deswegen bin ich aktuell eher ein Freund davon zu sagen, das hier sieht aus wie eine Bullenflagge. Damit ich dem wirklich glaube, dass es eine Bullenflagge ist, möchte ich bitteschön nicht, dass Euro jetzt schnell aus dieser Flagge rausgeht, sondern dass diese immerhin extrem starke Rallye von 400 Pips noch länger in Form der Flagge konsolidiert wird. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass der Markt hier ein klitzekleines bisschen ausbricht und ich sage, yo, hip hop hooray, es läuft. Aber der Markt läuft dann hier in Richtung 1,1690, 1,17, macht dann eine flachere Formation und fällt dann wieder zurück. Und dann weiß ich nicht, wie nachhaltig dieser Ausbruch ist. So zu traden hat ein anderes Problem. Das andere Problem, was wir in diesem Falle haben, ist, es kann sein, dass wir den Ausbruch verpassen und der Markt läuft uns davon. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, hier, also auch wenn diese Linie jetzt nicht mehr exakt passt, es gibt nicht nur diese Konsolidierung, es gibt hier von hier hinten auch noch Widerstandslinien, die dazukommen, und es gibt hier so etliche horizontale Widerstandsmarken, wo der Markt hinlaufen kann. Und deswegen jetzt nochmal zurück zum Tag. Pullback steigt, ach, mach ruhig doch nochmal einen Pullback, mach nochmal ruhig einen Steig, dann sehen es noch mehr Leute, dann entwickelt sich noch mehr Kraft. Und dann hätte ich persönlich noch mehr Interesse, das zu traden. Ansonsten laufe ich Gefahr zu sagen, oh ja, es läuft. Der macht ein bisschen das höhere Hoch und wird wieder ausverkauft. Jetzt würde ich sagen, ja, aber wo ist denn das Problem, diese horizontale Widerstandsmarke, die du über die Stunde gezeigt hast, für den Fall, dass das bullisch aufgelöst wird, das zum Beispiel den 5-Minuten-Chart zu traden. Also ich gehe jetzt nochmal rein und sage, hier, wenn diese horizontale Widerstandszone bullisch aufgelöst wird, dann trade ich das kurzfristig über den 5-Minuten-Chart. Das könnt ihr ja gerne alle machen. Die Frage ist nur, habt ihr wirklich die Zeit, über den 5-Minuten-Chart heute Nachmittag während Arbeitsmarktdaten kaum einen Trade zu machen? Viel zu häufig geht der Kleinanleger in Trades, für die er weder die Fertigkeiten noch die emotionale Kraft noch die Zeit hat. Und dann führt es dazu, dass er die ganze Zeit nebenher immer auf sein Handy guckt und versucht, diese Position zu managen. Und dann ist er weder im wahren Leben, noch ist er wirklich im Trade drin, und das Ergebnis ist meistens entsprechend. Deswegen propagiere ich, warten, auf die höhere Wahrscheinlichkeit warten und dann traden. Und wenn Sie sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, erkenne ich die Wahrscheinlichkeit nicht, dann habe ich für euch eine ganz ehrliche Antwort. Leute, wisst ihr was? Entweder ihr wollt ein bisschen Spaß haben mit dem Traden, das kann man ja machen. Dann muss man nur so konsequent mit sich selbst sein, dass man sagt, weißt du was, ich habe Lust zu spekulieren und ich bin bereit, jeden Monat so und so viel zu verspekulieren, und das tut mir nicht weh. Für den einen kann das im Monat 50 Euro sein, für den anderen kann es 500 Euro sein, je nachdem, was man so verdient. Nur sich dann zu sagen, ich verdiene damit Geld, während ich nebenher auf dem Smartphone irgendwas trade und gleichzeitig versuche, meine Arbeit zu machen oder in der Familie zu sein,
Wird nicht passieren. So, gebt mir alle eure Gläser, lasst mich euch den Wein einschenken, wird nicht passieren. Wenn ihr sagt, nein, ich will es wirklich, müsst ihr euch mit der Thematik richtig auseinandersetzen und zwar euch professionell ausbilden lassen und dann auch, nicht nur professionell ausbilden lassen, auch professionell arbeiten. Ihr müsst entscheiden, was ihr wollt. Und deswegen sage ich hier, für alle, die es können und Zeit haben, ja, gegebenenfalls mit dem Bruch der horizontalen 1.1660, nicht durch die Arbeitsmarktdaten, könnte man das auf der Long-Seite traden. Man muss nur seinen Stop eng anpassen. Und für alle anderen sage ich, Leute, arbeitet an euren Fertigkeiten, anstatt die ganze Zeit zu traden und ständig im Risiko zu sein. Denn ständig im Risiko zu sein, verbessert nicht eure Fertigkeiten. Training verbessert eure Fertigkeiten. Ich komme vom Thema ab. Habt einen gelungenen und erfolgreichen Handelstag und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Sagt ihr, nee, über den 5-Minuten-Chart kann man super traden, auch nebenher kann man super traden. Oder sagt ihr, nee, ich erwische mich doch dabei, dass ich zu häufig zu viele Trades durchführe. Ich bin gespannt. Gehabt euch wohl.